Geht es nach Patientenanwältin Sigrid Pilz, dann sollte die Maske bald ein Comeback feiern. Denn via Twitter, da schießt die Gesundheitsexpertin scharf, unter anderem auch gegen Gesundheitsminister Rauch und die aktuelle Bundesregierung. Diese habe nämlich aus ihrer Sicht die falschen Maßnahmen ergriffen. Um den Sommer noch zu retten, so schreibt Pilz wörtlich, wäre nicht nur die Wiedereinführung der Maskenpflicht hier notwendig, sondern in einem weiteren Schritt fordert sie auch wieder, das Testsystem hier auszubauen und aufzubauen. Sie fordert unter anderem auch PCR-Tests. Bisher ist Pilz allerdings die einzige namhafte Expertin, die derartiges fordert. Von anderen Virologen waren ähnliche Vorschläge zuletzt nicht zu hören.